Und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week mit dem WZ-120-1-FT. Ja, da haben wir auch mal den chinesischen Vertreter auf Tier 8 zu begutachten. In dem Fall handelt es sich um den Premium. Da haben wir sozusagen Premium-Tage. Erst der CDA und jetzt der 120. Man sieht schon, 12 Durchschlag weniger als der 105, der CDA. Premium bleibt vom Durchschlag erstmal prinzipiell gleich. Dankte mir, den könnte ich auch mal zeigen. Und wir haben ein geiles Replay. Auch wenn er Top-Tier ist und alle gleich so, oh nee, er ist Top-Tier, voll entwerten. Da mache ich das ja auch 5-mal. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich freue mich nach wie vor auf eure Zusendungen. Ihr wisst, steht unten in der Videobeschreibung, wie das Ganze geht und wohin ihr das Ganze schicken müsst. Also das heißt, wenn ihr sagt, ist ja gar kein Problem. Als Top-Tier mache ich sowas jeden Tag mit 2025 Basiserfahrung. Dann haut es einfach zu mir. Ich freue mich sehr darüber. So, jetzt schauen wir aber mal, was er hier so macht. Auf jeden Fall fällt schon mal auf, er hat wenig Premium dabei. Nur 4 Granaten und eine einzige HE-Granate. Er scheint sich stark auf seine normale Munition zu verlassen. Der 150er geht da schon auf. Da ist schon der erste 472er Hit. Das ist halt das. Der Panzer hat halt eine super gute DPM, aber halt dafür ein eher, ja, wie sag ich's, schwierigeres Gun-Gameplay. Denn auch wenn hier jetzt gerade jeder durchgeht, aber es ist ja nicht so genau. Also das merkt man ganz klar. Den Panzer habe ich selber auch. Aber die Kanone, die ab und an mag sein, ab und an so halt gar nicht. Und ja, hier in dem Fall bisher hat sie ihn sehr gemocht und sehr gut leiden können. Denn auch wenn der Schaden bisher von den Rolls nur ein einziges Mal drüber war und zweimal dann drunter, aber jeder ging durch. Das ist das Wichtige. Der stetige Damage macht den Highscore, kann man fast sagen. So, der T3485M ist ihn da wunderbar in den Schuss gefahren. Hat er nicht großartig Arbeit mitgehabt. Und jetzt schaut er erstmal und guckt so, naja, wohin soll ich denn? Auf jeden Fall ist der Panzer vom Antritt bei einer Endgeschwindigkeit auch gut, aber er braucht deutlich länger als manch anderer Panzer im Spiel, um auf die Geschwindigkeit zu kommen. Man sieht es gut, er fährt los. Jetzt bei 25, 30, gut. Leicht erhöhtes Terrain auch noch. Aber er braucht ein bisschen. Aber dann, wenn er seine Geschwindigkeit hat, dann hat er sie. Das ist auf jeden Fall nicht nur so eine alberne Angabe. Hat er hier ganz schnell den Auto-Aim auf den STG gemacht. Aber der Nachteil, den der WZ auch hat, nur 6 Grad Gun Impression. Mit 6 Grad müsst ihr schon sehr weit drüber, um da wirklich zu Schaden zu kommen. Jetzt hatte er Glück, dass der STG da gerade abprallt und er da den anderen so rausnehmen konnte, ohne dass der auf ihn geschossen hat. Nimmt er nochmals Auto-Aim zur Hilfe. Spielt jetzt hier viel mit Auto-Aim, aber funktioniert. STG verballert nochmal und seine Chance, den jetzt rauszunehmen, ja, easy peasy, sage ich da nur. Jetzt ist die Frage, was macht er? Der Leo kommt oben. Ja, der schießt auch schon. Hat man gut auf der Minimap gesehen. Und hinten sind schon die Lights da in seiner Basis. Jetzt entschließt er sich scheinbar da für den Leo zu gehen. Leo ist noch rappelvoll. Er selber mit seinen 422 kann nur noch einen Hit vertragen. So, der Leo, mal schauen, wie er sich jetzt dagegen wehrt, ob er es mit Premium probiert oder was. Also der DPM ist halt Wahnsinn. Jetzt hat er ihn nochmal gerammt. Jetzt hier im Nahkampf. Jetzt ist er gekettet. Jetzt muss er sofort die Kette reparieren. Aber jetzt ist das Thema schon erledigt. So, und ich denke mal, jetzt wird er seinen Tap verteidigen. Und auch wenn es jetzt wieder viele gibt, die gleich wieder unken, ach, mit Auto-Aim kann ich das ja auch. Auch dann immer gern die Replays her. Denn Auto-Aim, klar, rechte Maustaste, kann man selber leicht klicken, aber man muss halt den Schaden auch anbringen. So, ja, perfekt hier den anderen Insekt geballert. Da hat jetzt der Gegner einfach zu lange gebraucht, um hier da zu pushen, auch wenn sie in Führung liegen. So, da hat er sein Mate im M6 den anderen blind geschottet und auch weggemacht. So, und jetzt
hier auf Fahrt zu kommen, ist gar kein Problem. Schön bergab, easy peasy. Bereit zu feuern. Er ging voll durch ihre Panzerung. 1375. Der ist hier gekettet. Sie da hammert ein bisschen drüber, sieht sofort, Kette ist ab. Braucht also auch da selber nicht mehr nachjustieren oder sonstiges. 4800 Schaden, 5 Kills. Gibt ja hier immer die WN8-Fetischisten. Diese Runde hat am Ende eine WN8 von 15.600 erbracht. Also nicht ganz so schlecht. Aber der Gegner nach wie vor noch in Führung liegend. Da geht die Arti auf. Und da jetzt der Komet. Also er spielt definitiv sehr gerne mit Auto-Aim, aber wie gesagt, auch in allen Situationen, wo ich sage, kann man definitiv machen. Da hat er jetzt ein bisschen Pech gehabt, dass der Komet gerade sozusagen runtergefallen ist. Dementsprechend hat er den Hit nicht so drauf bekommen. Und ganz großer Vorteil, den Auto-Aim mit sich bringt, was immer viele Leute vergessen, dass man einfach sehr viel Übersicht noch behalten kann über das Schlachtfeld. Weil klar, wenn ich in der Richtansicht bin, dann ist mein Zielfeld sehr, sehr eindimensional. Und wenn ich aber das Auto-Aim aktiviere, kann ich natürlich mich rechts und links noch mal gut rumschauen. Also sollte man echt nie ganz verkennen. Ich muss sogar gestehen, dass ich vielleicht ein bisschen zu wenig mit Auto-Aim spiele. So, der T-32, da kann noch ein abhalten. Da wollte er schnell den Kill machen, aber sein Glück, auch der T-32 prallt ab. Jetzt kann er da in Ruhe aimen und aimt für die Unterwanne genau richtig so. Auch der ist raus. 6.348 Schaden und sein 8. Kill. Damit ist die Radley Walters schon mal am Start. Du, 100Y da jetzt. Erster jetzt sitzt. Braucht er noch den 2., um sich die Chance auf die Pool zu halten, aber da schießt schon der Skoda drauf. So, jetzt hat er den 9. Kill und jetzt nur noch einen, füll die Pool, dann hätte er sich die mehr als redlich verdient bei aktuell 6.788 Schaden. Da ist die AT. Komm Junge, hol sie dir. Die AT sollte ihn mit einem Schuss eigentlich nicht wegmachen können. Auto-M, ja, sehr gut gemacht, perfekt sich die Pool verdient. Mit 7.208 Schaden am Ende des Tages, hat 1.400 geblockt und ich glaube, ein Nettoverdienst von 220.000 Credits mit Ressourcen natürlich ist mehr als Bagger. Ja, das war mein Replay of the Week. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach die Woche war mir wichtig, euch mal wieder so ein paar neuere Panzer zu zeigen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn euch der Panzer gefallen hat, ebenfalls. Wenn euch der Panzer nicht gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Oder macht, was euch beliebt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Alcaramba.